So. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie herzlich zum vierten Tag von unserem Servio Festival. Mein Name ist Sabine Beetz. Ich bin bei der Servio für das Partnermanagement zuständig und meine liebe Kollegin Katja Bilsing, Senior Consultant und Scrum-Expertin, wird Ihnen gleich einen Einblick in das Thema Scrum Master 2, das Handwerkzeug für den Scrum Master, geben. Fragen können Sie gerne im Chat einstellen. Wir werden dann am Ende des Vortrags auf die Fragen eingehen. Und weitere Informationen über unsere Vorträge, Events und News erhalten Sie auch in unseren Social-Media-Kanälen, in LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook und auch natürlich in YouTube. Da können Sie dann auch nochmal die Aufzeichnungen unserer Vorträge sehen. So, Katja, dann übergebe ich jetzt die Moderatorenrechte an dich. Dankeschön. So, alles klar. Dann freue ich mich auf deinen Vortrag und dann sehen wir uns später. Ja, Ciao. danke. So, dann von mir auch noch einmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag Scrum Master 2, das Handwerkszeug für den Scrum Master und natürlich auch auf unserem Festival. Genau, mein Name ist Katja Bilsing. Ich bin Senior Consultant bei der Serview, setze mich viel mit agilen Methoden auseinander, unter anderem eben natürlich auch Scrum, bin aber auch als Agile Coach unterwegs und beschäftige mich eben auch viel mit agilen Transformationen, aber eben auch ja, agilen Projekten zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen der Bereich, in dem ich mich vor allem oder insbesondere bewege. Worum geht es jetzt in diesem Vortrag? Es geht vor allem darum, einen Überblick zu verschaffen, was denn eigentlich jetzt das Besondere an dem Scrum Master 2 ist. Also was ist insbesondere der Unterschied der Ausbildung, sage ich jetzt mal, im Vergleich zum Scrum Master 1. Bevor wir uns das aber ganz genau anschauen oder ich euch da ein bisschen mehr zu erzählen werde, ist es mir wichtig, dass wir vorab ein gemeinsames Verständnis auch nochmal darüber bekommen, wo der Scrum Master sich in der Organisation denn eigentlich befindet. Das ist das Erste, worüber ich nochmal ein bisschen sprechen möchte, um da auch ja, Klarheit zu schaffen und eben auch ein genaues Bild davon zu vermitteln, wo der Scrum Master sich denn eigentlich befindet, mit wem er interagiert, auf welcher Ebene er handelt, etc. Dann würde ich euch gern zeigen, worum es in dem Training Scrum Master 2 bei uns bei der Serview eigentlich geht. Also was sind die Trainingsinhalte? Und wie gesagt, auch was ist der Unterschied zum Scrum Master 1, zum Product Owner 1 Training zum Beispiel? Also was macht das Scrum Master 2 denn jetzt eigentlich zu einem besonderen Training? Und daraus abgeleitet schauen wir uns dann auch die Werkzeuge, die Handwerkszeuge des Scrum Master 2 an, insbesondere Liberating Structures. Liberating Structures ist eine Herangehensweise, wie man Meetings zum Beispiel strukturieren kann. Und das ist auch etwas, was ein Scrum Master können sollte. Und das ist eben auch insbesondere etwas, was wir in dem Scrum Master 2 Training nicht nur vermitteln, sondern tatsächlich auch schon direkt anwenden, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was ist das denn jetzt eigentlich, wie funktioniert das Ganze? Und damit verbunden natürlich auch noch Coaching, denn der Scrum Master ist ja auch ein Coach. Der Scrum Master hat ja verschiedene Rollen, die er einnimmt. Er ist Servant Leader, er ist aber auch Mentor, er ist ein Facilitator, aber er ist eben auch ein Coach. Und da muss ich als Scrum Master natürlich auch ein gewisses Werkzeug, sage ich jetzt mal, mitnehmen, mitbringen, wie ich eben auch als Coach agieren kann. Und das ist auch etwas, was wir in dem Training bei uns vermitteln, was wir in dem Training auch schon anwenden und was eben auch ein Scrum Master definitiv mitbringen sollte. Abschließend werde ich das Ganze mit einem kurzen Fazit und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen zum Training, aber natürlich auch zu den einzelnen Handlungsmöglichkeiten, Vorgehensweisen, die ein Scrum Master so in seinem Methodenkoffer dabei haben sollte. Wo befindet sich der Scrum Master also innerhalb der Organisation? Ich habe das versucht, jetzt mal ein bisschen bildlich darzustellen. Und zwar ist das hier die Lieferebene. Also wir sind hier wirklich auf Mitarbeiterebene. In der Produktentwicklung, wenn man so möchte. Scrum ist ja ein Produktentwicklungsframework. Das heißt, hier geht es insbesondere vor allem um die Lieferung von Output, also um die Produktentwicklung. Und das hier ist jetzt zum Beispiel, oder das sind Mitarbeitende innerhalb einer Produktentwicklung. Wir haben hier ganz klassisch, wie in Scrum üblich, den Product Owner, der gesamtverantwortlich für die Produktentwicklung ist. Und wir haben hier
verschiedene Developer-Gruppen, sage ich jetzt mal absichtlich, weil es ja nicht mehr das klassische Development-Team gibt. Und das heißt, hier aufgeführt ist so gesehen auch schon eine skalierte Form von Scrum, denn normalerweise besteht ja ein Scrum-Team aus einem Product Owner, aus den Developern und eben aus einem Scrum Master. Hier haben wir aber mehrere Developer, die eben an einem gemeinsamen Produkt zum Beispiel jetzt beteiligt sind. So, das heißt, hier sind wir auf der Lieferebene. Die grenzen wir jetzt auch mal so ein bisschen ab, und zwar von der höheren oder vom mittleren Management. Ja, hier haben wir unser Management sitzen. Die müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Und wo ist jetzt der Scrum Master? Der Scrum Master ist hier anzusiedeln. Der Scrum Master ist ja Teil des Scrum Teams. Deswegen befindet er sich auch auf Lieferebene, ist Teil des Scrum Teams. Und der Scrum Master ist ja dafür verantwortlich, das restliche Scrum Team darin zu unterstützen, so produktiv und effizient wie möglich zu arbeiten. Ja, und auch natürlich Hindernisse aus dem Weg zu räumen, und eben auch zu unterstützen in Meetings, Meetings vorbereiten, Meetings moderieren, etc. Der Scrum Master ist also nicht für alle hier jetzt verantwortlich, sondern ein Scrum Master, und das hat ein bisschen was mit dem agilen Wert Fokus auch zu tun. Hier beispielsweise ist dieser Scrum Master für zwei Teams, nenne ich es jetzt mal, für zwei Developer-Gruppen, Teams, ja, wie man möchte, verantwortlich. Der Scrum Master könnte natürlich auch für mehrere Developer-Gruppen verantwortlich sein, aber dann geht irgendwann der Fokus verloren. Aber wenn ich mich auf ein Team fokussieren kann, dann kann ich da natürlich den größtmöglichen Mehrwert auch schaffen und bestmöglich unterstützen, als wenn ich mich jetzt um fünf Teams gleichzeitig kümmern muss. Und deswegen spricht man ja auch häufig diese Empfehlung aus, die ich auch jedem ans Herzen legen würde, dass man nicht mehr als zwei Teams betreuen sollte als Scrum Master. Und das heißt, der Scrum Master ist hier jetzt verantwortlich, insbesondere für diese zwei Teams zuständig zu sein, Hindernisse zu beseitigen, zu schauen, dass sie bestmöglich selbstorganisierend eben auch arbeiten können. Und dazu gehört aber nicht nur den Fokus auf die einzelnen Teams zu haben, sondern natürlich muss man auch aus der Lieferebene herausschauen, so gesehen, also auch zum Management rübergehen. Das heißt, ich als Scrum Master muss natürlich auch schauen, insbesondere was die Selbstorganisation betrifft, dass Selbstorganisation überhaupt ermöglicht wird. Das bedeutet also auch, dass das mittlere, höhere Management auch versteht, was ist denn Selbstorganisation eigentlich, und dass auch Teams selbstorganisiert arbeiten können. Das heißt, ich als Scrum Master muss natürlich auch raus aus meinem Team in die gesamte Organisation so ein bisschen reinspielen und eben auch schauen, wo muss ich noch Agilität vermitteln, wo gibt es vielleicht noch Schwierigkeiten, wo gibt es eben Hindernisse, die mein Team daran hindern, so produktiv und effizient wie möglich zu arbeiten. So, das ist das, was man natürlich auch schon in dem einfachen Scrum Master Training lernt, also im Scrum Master 1. Was natürlich auch die Zertifizierung so ein bisschen voraussetzt, dass ich das eben weiß. Wo ist der Scrum Master angesiedelt? Was macht der Scrum Master denn eigentlich so? Und jetzt geht es aber hier in diesem Vortrag ja darum zu schauen, okay, was macht denn eigentlich den Scrum Master 2 aus? Also man verändert sich natürlich nicht. Also die Position Scrum Master bleibt Scrum Master, aber ich muss natürlich mir noch weitere Kompetenzen aneignen. Und da hilft mir eben der Scrum Master 2. Der Scrum Master 2 ist bei uns bei der Servio ein Zwei-Tages-Training, und es ist ein sehr interaktives Training. Denn ich muss als Trainer keine Grundlagen mehr vermitteln. Das habe ich vorher ja schon gemacht im Scrum Master 1 Training zum Beispiel. Da habe ich Grundlagen vermittelt. Da stehe ich natürlich dann auch eher präsent da vorne und gebe viel Input. Bei dem Scrum Master 2 Training ist es tatsächlich eher so, dass das Training von den Teilnehmenden lebt. Es ist ein sehr interaktives Training, weil, wie gesagt, ich muss keine neuen Grundlagen mehr vermitteln. Die sollten bereits vorhanden sein. Das wird auch vorausgesetzt tatsächlich. Also wir fangen hier nicht mehr an, zu überlegen oder gemeinsam uns darüber auszutauschen, ja, was ist eigentlich ein Sprint Planning, was ist eine Retrospektive, was macht der Scrum Master. Das sollte hier bereits bekannt sein. Hier geht es also darum zu schauen, in Form von Gruppenarbeiten, wie der Scrum Master in bestimmten Situationen agieren sollte. Welche Verhaltensweisen er an den Tag legen sollte. Das heißt, wir werden hier auch unterschiedliche Rollenspiele tatsächlich durchführen, in denen man eben schauen muss, okay, wie würde ich als Scrum Master denn jetzt eigentlich agieren? Das heißt, in diesem Training geht es darum, das agile Mindset, was man vielleicht schon kennt, was man vielleicht auch schon ein Stück weit verinnerlicht hat, nochmal ein Stück weit mehr zu verinnerlichen und auch wirklich jemanden dazu zu bringen, dieses agile Mindset auch vorzuleben.
Und es geht also darum, die bisherigen Kompetenzen weiterzuentwickeln und eine andere Perspektive vor allem auf das Scrum-Framework zu nehmen. Also auch auf die Prinzipien nochmal aus einem anderen Blickwinkel das Ganze so ein bisschen zu betrachten, um letztendlich die Entscheidungsfindung nachhaltiger zu gestalten, aber auch flexibler auf Umgebungsveränderungen des eigenen Teams zu reagieren. Und dabei liegt der Fokus vor allem auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das heißt also, gerade insbesondere bei Transformationen, also bei grundsätzlich bei Veränderungen, die ja auch mein Team betreffen, ja, wenn sich in der Organisation strukturell zum Beispiel was verändert, Prozesse verändern sich, dann betrifft das ja auch mein Team. Da muss ich als Scrum Master natürlich auch schauen, okay, wie geht mein Team denn jetzt mit dieser Situation um und wie kann ich mein Team in diesem Veränderungsprozess unterstützen? Wie kann ich sie dabei unterstützen, diese Veränderungen so gut wie möglich mitzumachen und auch zu meistern? Und das bedeutet aber natürlich auch, dass ich verstehen muss, wo befindet sich denn jetzt jedes einzelne Mitglied meines Teams? Ja, nicht alle akzeptieren Änderungen gleich. Jeder hat ein anderes Level, sage ich jetzt mal, auf dem er sich befindet. Und da muss ich als Scrum Master auf jeden Fall auf die zwischenmenschliche Ebene eingehen, um zu schauen, naja, wo befindet sich jetzt das Teammitglied, wo befindet sich das Teammitglied, bei welchem Teammitglied kann ich davon ausgehen, dass es diesen Veränderungsprozess recht schnell und auch positiv wahrnimmt, und so weiter. Und dabei helfen mir verschiedene Werkzeuge, die ich in meinem Methodenkoffer als Scrum Master dabei haben sollte. Zum Beispiel die Liberating Structures, die mir vor allem als Scrum Master beim Facilitaten helfen. Facilitaten heißt ja, Dinge ermöglichen, Dinge recht ja, sinnvoll und auch zweckmäßig gestalten. Und dabei helfen mir die Liberating Structures. Was das genau ist, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Darüber hinaus liegt der Fokus im Scrum Master 2 Training auch auf Coaching-Techniken. Ich hatte es ja gerade schon bei der Agenda erwähnt. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen mehr zu sagen, welche Coaching-Techniken gibt es denn eigentlich? Aber natürlich auch, wie wende ich diese an und was bewirken diese Coaching-Techniken denn eigentlich? Des Weiteren geht es darum, und da kann ich Liberating Structures und natürlich auch die Coaching-Techniken zu anwenden, wie kann ich Konflikte innerhalb meines Teams lösen, aber wie kann ich auch Konflikte außerhalb des Teams lösen? Denn wie gesagt, der Scrum Master achtet ja nicht nur auf sein Team, sondern er muss natürlich auch auf die Umgebung schauen. Und da kann es natürlich häufig passieren, dass möglicherweise innerhalb des Teams jetzt aktuell keine Konflikte sind, aber dass das Team vielleicht Konflikte mit der Umgebung hat. Und da muss ich als Scrum Master natürlich auch so ein bisschen schauen, wie kann ich denn da jetzt diese Konflikte begleiten? Und zwar in die Richtung, dass ich sage, okay, wie können wir diesen Konflikt denn jetzt lösen? Also, dass ich sehr lösungsorientiert auch an die Sache rangehe. Ohne mich natürlich zu aktiv oder aktiv einzumischen, da ich als Konfliktbegleiter und insbesondere als Scrum Master auch immer sehr neutral und objektiv sein sollte. Da muss man aber natürlich auch sagen, der Scrum Master muss sich trotzdem, auch wenn er objektiv und neutral handeln soll, schützend vor sein Team stellen. Das ist unter anderem auch eine seiner Aufgaben. Und was ich gerade auch schon genannt hatte, beziehungsweise so ein bisschen angedeutet hatte, hinsichtlich Veränderungen, Transformationen zum Beispiel auch, dass hier in dem Scrum Master 2 Training eben auch die Auswirkungen von Change-Prozessen auf das Team betrachtet werden. Also eben genau das, was ich vorhin genannt hatte. Wo befinden sich denn jetzt meine einzelnen Teammitglieder eigentlich in diesem Verlauf der Veränderung? Auf welcher Entwicklungsstufe befinden sie sich? Sind sie schon bereit, neue Dinge sich anzueignen oder lehnen sie die Veränderung vielleicht noch ab? Also auf welcher Kurve, sage ich jetzt mal, stehen sie und wie muss ich dementsprechend agieren? Das bedeutet, im Scrum Master 2 Training liegt der Fokus vor allem natürlich immer noch auf dem Team, aber entwickelt sich auch langsam hin zur Umgebung. Beim Scrum Master 1 Training ist es tatsächlich so, dass man nicht aus dem Scrum-Team-Kosmos herausgeht. Natürlich gibt es da auch schon Ausblicke, sage ich jetzt mal, aber das wird nicht näher beleuchtet, sondern das ist dann etwas, was wirklich im Scrum Master 2 Training sich angeschaut wird. Wie muss ich denn jetzt auch mit Veränderungen in der Umgebung, die sich natürlich auf mein Team auswirken, handeln? Und wichtig dabei ist, dass wir, wie gesagt, das Ganze sehr interaktiv gestalten und da ist natürlich auch die aktive Mitarbeit der Teilnehmenden in den Trainings dann gefragt. Das heißt, sie lernen hier verschiedene Coaching-Techniken anzuwenden, sie lernen hier auch verschiedene Liberating Structures anzuwenden. Und sie lernen auch zu verstehen, wie ein Change-Prozess aufgebaut ist, beziehungsweise wie die emotionalen Reaktionen auf so einen Veränderungsprozess dargestellt werden können.
Und des Weiteren schauen wir uns als nächstes, wie ich gerade gesagt hatte, vor allem jetzt nochmal die Liberating Structures an, aber eben auch Coaching-Techniken. Also um zu schauen, was ist denn das Handwerkszeug des Scrum Masters? Was sollte ein Scrum Master auf jeden Fall mitbringen und auch können? Zu den Liberating Structures. Die Liberating Structures sind so gesehen eine Vorgehensweise, eine Herangehensweise, um eben Meetings so effizient wie möglich zu gestalten. Denn sicherlich kennt das jeder von euch. Wir rennen Tag von Tag zu Meeting, wir müssen irgendwelche Status-Reports abgeben, wir müssen jemanden von unserem Status erzählen, wir müssen Dinge vom Kunden präsentieren und so weiter und so weiter. Und häufig sind wir vielleicht ja auch manchmal in Meetings, wo wir sagen, okay, was mache ich denn jetzt gerade eigentlich hier? Also warum bin ich in diesem Meeting eigentlich eingeladen worden, macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Ich könnte jetzt meine Zeit viel produktiver nutzen und andere Dinge machen. Das heißt, wir sind meistens dann natürlich auch froh, wenn die Meetings vorbei sind und wir uns wieder dem widmen können, wo wir sagen können, okay, da liegt jetzt die höhere Priorität drauf. Und das dachten sich eben auch der Keith McCandless und der Henry Litmanowitz und haben deswegen die Liberating Structures ins Leben gerufen. Und zwar kann man sich das Ganze so vorstellen. Es gibt in der Regel 5 konventionelle Methoden oder Strukturen, wie wir Meetings in Gruppen organisieren. Aber man kann sich das Ganze so vorstellen. Wir müssen natürlich immer schauen, betrifft das eher eine Person, betrifft es mehrere Personen? Wie ist die Kontrolle verteilt in einem Meeting? Ist es eine zentralisierte Kontrolle, eine verteilte Kontrolle? Und deswegen sollte man auch immer schauen, wer und wie viele Personen sollten eigentlich involviert sein? Wer sollte aktiv an diesem Meeting beteiligt sein, damit es eben nicht passiert, dass ich mir die Frage stelle, was mache ich denn jetzt eigentlich hier in diesem Meeting? Aber auf der anderen Seite sollten wir natürlich auch schauen, wer hat die Kontrolle über den Inhalt? Ist das eher eine einzelne Person oder möchten wir gemeinsam diesen Inhalt gestalten? Und häufig ist es eben so, dass wir zum Beispiel geführte Diskussionen haben, wo auch eher eine, zwei, drei Personen vielleicht, die ein bisschen höher gestellt sind, möglicherweise auch diese Diskussion führen und andere vielleicht gar nicht zu Wort kommen. Statusberichte, klar, da ist natürlich auch derjenige, der über den Status berichtet im Fokus. Präsentationen, so wie hier, ja, da ist es jetzt genauso, dass ich jetzt eher als einzelne Person natürlich den meisten Redebedarf habe oder den einzigen Redebedarf in diesem Fall. Offene Diskussionen, aber zum Beispiel auch Brainstorming-Sessions. Ja, da sollten natürlich mehrere Leute daran beteiligt sein. Das Problem aber bei offenen Diskussionen und Brainstorming-Sessions im Vergleich jetzt zu Präsentationen oder geführten Diskussionen oder Statusberichten ist, dass diese häufig sehr unstrukturiert sind und dann natürlich aus dem Ruder laufen. Das heißt, wir haben keine Struktur, wir haben keine gewisse Vorgehensweise, jeder äußert vielleicht irgendwas, wir schweifen vom Thema ab und das Meeting wird ineffizient. Und deswegen, um solche Dinge zu verhindern, wurden Liberating Structures ins Leben gerufen. Und Liberating Structures sind so gesehen, und daher auch der Name, Strukturen, die befreien. Zum einen Strukturen, die befreien, dass man eben eine gewisse Möglichkeit hat, möglichst viele mit in ein Meeting einzubeziehen, aber eben auch gleichzeitig so eine Struktur vorzugeben, dass das Ganze nicht aus dem Ruder laufen kann, dadurch, dass sich jeder beteiligen kann. Und es wurden dafür 33 sogenannte Mikrostrukturen entwickelt, die, wie es hier auch steht, eben eine Veränderung in der Art und Weise sind, wie wir in einem Meeting Dinge besprechen, wie wir Dinge planen, wie wir entscheiden, wie wir miteinander kommunizieren. Und dadurch, dass wir darauf achten sollten, Meetings zukünftig vor allem besser zu gestalten, gerade jetzt natürlich auch remote, da ist es häufig sehr schwierig, natürlich auch nochmal zu schauen, okay, wenn wir jetzt zu 20 Leuten in einem Meeting sind, wir wollen gemeinsam über Dinge erarbeiten und jeder will irgendwie Input geben, dann kann so ein Meeting natürlich auch sehr, sehr lang dauern. Das heißt, da sollten wir insbesondere darauf achten, wie können wir dieses Meeting so strukturieren, dass es eben auch in einem gewissen Rahmen mit einer bestimmten Zielführung auch wirklich durchgeführt werden kann, um dann eben auch letztendlich das Ziel zu erreichen, welches man sich mit diesem Meeting erhofft hat. Und dafür können wir eben die Liberating Structures nutzen. Das heißt, es ist so gesehen nichts anderes als eine Methode, die ich benutzen kann, um meine Meetings zu strukturieren, lebendig zu gestalten, effektiv zu gestalten und um eben die Personen, die auch wirklich daran beteiligt sein sollten, auch aktiv mit einzubeziehen. Und warum ist das jetzt wichtig für den Scrum Master? Also warum sollte ein Scrum Master Liberating Structures nutzen? Der Scrum Master hat ja verschiedene Aufgabenbereiche.
Er ist ja zum Beispiel eben als Servant Leader auch aktiv. Das heißt, der Scrum Master ist ja auch dafür da, Vertrauen im Team aufzubauen und die Teamidentität zu fördern. Das macht er insbesondere als Servant Leader oder als Leader who serves. Dass er schaut, okay, was braucht denn jetzt mein Team? Wie kann ich mein Team darin unterstützen, dass es selbst organisiert arbeitet und natürlich auch diesen Zusammenhalt zu fördern, also dass wir wirklich als eine One-Team-Culture agieren. Eine weitere Aufgabe ist es natürlich auch, das Team zu coachen. Da werde ich ja gleich nochmal drauf kommen. Und eben auch das Team zu fördern, dass jeder seine bestmöglichen Gedanken auch mit einbringen kann. Also, dass sich jeder auch wirklich einbringen kann. Ich muss diesen Raum dafür geben. Ich darf nicht nur die Kommunikationsstarken oder die Lauten in Anführungszeichen zu Wort kommen lassen, sondern ich muss natürlich auch schauen, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Gedanken mit einzubringen. Und das bedeutet eben, dass ich als Facilitator fördern muss, lösungsorientiert zum Beispiel auch oder auch sehr kreativ Gedanken einbringen zu können. Und Liberating Structures sind eben ideal dafür gedacht, um genau diesen Aufgaben, die ein Scrum Master hat, nachzukommen. Das heißt, der Nutzen der Liberating Structures liegt vor allem in der Innovation. Wenn es nämlich möglich ist oder wenn ich es ermögliche als Scrum Master, dass jeder sich beteiligen kann, der auch wirklich einen Beitrag dazu leisten kann, der zielführend ist, dann fördert das natürlich auch Innovationen. Möglicherweise hat jemand einen Gedanken geäußert, wo die anderen Teammitglieder noch gar nicht dran gedacht haben und sich denken, okay, ja, das ist ein ganz neuer Weg, da hätten wir jetzt nie dran gedacht. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Ja, vielleicht fördert das unsere Selbstorganisation noch mal ein Stück weiter. Vielleicht ermöglicht uns das einfach noch mal den Prozess ein bisschen einfacher zu gestalten, sodass wir leichter arbeiten können. Inklusion und Partizipation. Das ist eben genau das, was ich jetzt gerade schon gesagt hatte, die aktive Beteiligung, dass jeder auch wirklich mitmachen kann, dass jeder partizipieren kann, dass jeder auch sich angesprochen fühlt und auch das Gefühl bekommt, okay, man fragt mich auch nach meiner Meinung, ich soll mich dazu äußern. Aber ich muss mich natürlich nicht dazu äußern. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Ich darf natürlich die Mitglieder auch nicht zu etwas zwingen, was sie vielleicht nicht möchten. Ich muss aber den Raum geben, dass die Möglichkeit besteht, dass sich jeder äußern kann. Wobei es hier natürlich dann auch sehr stark auf das Meeting drauf ankommt. Dazu werde ich aber gleich nochmal was erzählen. Liberating Structures verschaffen auch Klarheit. Dadurch, dass ich eben durch Liberating Structures eine klare Struktur, eine klare Organisation in einem Meeting reinbringe, wird auch jedem klar, worauf wir eigentlich hinarbeiten in einem Meeting. Also es geht vor allem auch darum zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel mit der Herangehensweise, die wir jetzt in den nächsten 30 Minuten zum Beispiel anwenden werden. Förderung von Selbstorganisation ist natürlich auch ein Nutzen von Liberating Structures. Und das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich gleich auch ein Beispiel mache und näher auf Liberating Structures eingehen werde. Denn es geht ja einfach nur darum, zu schauen, wie kann ich die Personen innerhalb eines Meetings so zusammenbringen, dass sie zielführend Ergebnisse liefern innerhalb eines Gesprächs oder zum Beispiel auch einer Brainstorming-Session oder. Und wenn sich die Teammitglieder solche Methoden angeeignet haben, also wenn man die mal wiederholt, dann fördert das natürlich auch die Selbstorganisation der einzelnen Teammitglieder, dass sie sagen, hey, wir haben doch letztens in dem Meeting das und das Verfahren angewendet, die und die Liberating Structure angewendet, lass uns doch für dieses Meeting genauso machen. Das kann sehr zielführend wirken. Und natürlich hilft mir das vor allem auch, Barrieren zu brechen. Das ist auch noch ein Nutzen, der steht hier jetzt nicht, aber eben Barrieren zu brechen, Sprachbarrieren vor allem auch oder auch hinsichtlich von Hilfestellungen. Denn es gibt auch Liberating Structures, die explizit darauf abzielen, sich Hilfe geben zu lassen. Und das ist ja häufig etwas, womit wir Menschen so ein bisschen Schwierigkeiten haben, mal um Hilfe zu fragen, weil wir lieber Dinge erstmal selber machen möchten und nicht als hilfsbedürftig in Anführungszeichen wahrgenommen werden möchten. Und da gibt es auch verschiedene Liberating Structures, die indirekt dazu führen, um Hilfe zu fragen und so gemeinsam eine Lösung für ein Problem zu entwickeln. Aber was sind denn jetzt eigentlich Liberating Structures genau? Wie starte ich überhaupt mit Liberating Structures? Wie kann ich vorgehen? Dafür würde ich euch gerne den Matchmaker zeigen. Und zwar seht ihr hier den Link, auf den klicke ich jetzt gleich auch mal direkt. Und zwar gibt es eine Website, auf der alle Liberating Structures abgebildet sind. Alle 33 Mikrostrukturen. Und wenn man eben noch nicht weiß, wie soll ich denn jetzt eigentlich anfangen? Was gibt es denn da eigentlich so? Gibt es den Matchmaker, der mir verschiedene Ziele aufzeigt. Ja, das seht ihr jetzt schon hier.
und für entsprechende Ziele oder Dinge, die ich erreichen möchte, direkt auswirft, welche Liberating Structure ist denn jetzt dafür geeignet. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, naja, ich möchte vielleicht Dinge offenlegen, entdecken, erschaffen, entwickeln oder verbessern, ja, von Möglichkeiten, Hindernissen, Lösungen, Ideen, also Probleme lösen, dann kann ich zum Beispiel einfach hier draufklicken und der Matchmaker zeigt mir, welche Liberating Structures es gibt, die mir dabei helfen. Ja, zum Beispiel One, Two, Four, All. Es bezieht alle ein, um Fragen, Ideen und Vorschläge zu generieren. Hier steht auch immer, wie lange das ungefähr dauert. Oder zum Beispiel die Tritts-Methode, das ist so gesehen eine Kopfstand-Methode. Und hier werden mir zahlreiche Liberating Structures, also Vorgehensweisen, Herangehensweisen angezeigt, die mir eben dabei helfen, Probleme zu lösen, lösungsorientiert zu arbeiten. Also ich gehe nochmal kurz zurück. Also ihr seht auch zum Beispiel hier helfen, Hilfe bekommen, zusammenarbeiten, das, was ich gerade als letztes auch erwähnt hatte. Da helfen mir zum Beispiel Liberating Structures wie die sogenannte Tracker Consulting oder What I Need From You. Und dann kann ich eben auch draufklicken und mir ganz genau anschauen, okay, wie funktioniert denn jetzt diese Liberating Structure? Was ist denn Troika Consulting eigentlich? Und dann wird mir bei jeder Liberating Structure ganz genau angezeigt, was ist das denn eigentlich grob? Was wird dadurch ermöglicht? Es gibt eine Kurzanleitung, wie das Ganze aufgebaut ist, welche Teilnehmer oder wie viele Teilnehmer ich benötige. Es wird ganz genau aufgeführt, wie der Ablauf aussieht, auch mit den Timeboxes. Warum man das Ganze eigentlich macht, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, aber auch Tipps und Stolperfallen. Und natürlich auch Beispiele. Das heißt, hier auf liberatingstructures.com oder .de auf Deutsch, bekommt man so gesehen eine Anleitung aller 33 Herangehensweisen, die ich für bestimmte Meetings nutzen kann. Und dann sieht man hier zum Beispiel auf das Menü, hier sind alle 33 Liberating Structures aufgeführt. Und sobald ich auf eine draufklicke, wird mir ganz genau erklärt, wie kann ich vorgehen, was muss ich tun. Wie gesagt, der Matchmaker, sehr, sehr hilfreich, falls ich eben nicht weiß, oh mein Gott, welches dieser 33 Herangehensweisen soll ich denn jetzt nutzen, womit soll ich anfangen? Da kann ich hier den Matchmaker nutzen, der mir eben dabei hilft, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, wir müssen eine Strategie entwerfen, wir müssen vielleicht einen Prototypen erwerfen, welche Vorgehensweise von Liberating Structure kann mir dabei helfen? Und ich habe im Folgenden jetzt auch mal ein Beispiel mitgebracht, was ich auch sehr gerne in Retrospektiven anwende. Denn in Scrum haben wir verschiedene Meetings, Events. Wir haben das Sprint Planning, wir haben unser Daily, wir haben die Retrospektive, die Review. Und auch innerhalb dieser Events kann ich Liberating Structures integrieren. Und da ist wichtig, als kleiner Hinweis vielleicht auch, einfach mal eine Liberating Structure auszuprobieren. Es bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt auf der Website stundenlang, tagelang anschaue, welche Liberating Structures es gibt, wie die funktionieren, sondern ich sollte es auch einfach mal ausprobieren. Und dafür eignet sich meiner Meinung nach, so habe ich auch begonnen, die Retrospektive, in der man eben eine Liberating Structure anwenden kann. Und das könnte zum Beispiel so funktionieren. Man könnte mit One, Two, Four, All beginnen, weitermachen mit Tritts und dann weitermachen mit den 15% Lösungen. Was das ist, erkläre ich jetzt ganz kurz. Und zwar, wir kennen eine klassische Retrospektive. Es geht darum, erstmal Daten zu sammeln, ne, zum Beispiel auch herauszuarbeiten, was lief jetzt gut in diesem Sprint, was lief weniger gut, daraus Erkenntnisse zu schaffen und daraus natürlich dann auch Maßnahmen abzuleiten, die wir im nächsten Sprint im besten Falle schon umsetzen möchten, um uns eben von Sprint zu verbessern und eben auch einfach effektiver zu arbeiten. Und das Datensammeln, das könnte man zum Beispiel eben mit der Liberating Structure One, Two, Four, All machen. Das dauert circa dann 10 Minuten zum Beispiel, da kann man natürlich auch variieren. Und dabei geht es darum, dass zum Beispiel erstmal jeder für sich selbst, deswegen hier die 1, Daten sammelt und sich überlegt, naja, was lief gut, was lief vielleicht weniger gut, was könnten wir verbessern. Dann geht es darum, dass man in Zweierpärchen geht und seine erarbeiteten Daten mit dem anderen austauscht und sich überlegt, ist man konform? Oder eben nicht. Das heißt, ich stelle zum Beispiel einen Aspekt vor, wo ich sage, nee, das hat mir eigentlich jetzt gar nicht gepasst in diesem Sprint, wie siehst du das? Und wenn der andere sagt, ja, ich sehe das eigentlich genauso, dann kommt dieser Aspekt so gesehen eine Runde weiter. Das heißt also, sobald wir uns einig sind, kommen die jeweiligen Aspekte, die Daten, die wir vorher als Einzelpersonen gesammelt haben, eine Runde weiter. Die Dinge, wo wir uns vielleicht uneinig sind, die schieben wir erstmal zur Seite. Und das Gleiche macht man dann nochmal in der Vierergruppe. Natürlich muss die Teilnehmeranzahl dementsprechend auch vorhanden sein, aber da kann man natürlich auch die Liberating Structure wieder abweichen.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein recht kleines Team ist, dann reicht vielleicht auch, indem man sagt, okay, wir machen one to all. Ja, man überspringt das Vierer, die Vierergruppe so gesehen und geht direkt ins Plenum. Und das ist eben das All, dass man im Plenum dann gemeinsam bespricht, was sind jetzt die wichtigsten Aspekte, die wir aus unserer Zweier- oder Vierergruppe, je nachdem dann natürlich, herausgearbeitet haben, die wir auf jeden Fall besprechen möchten. Dann will ich ja Erkenntnisse schaffen. Ja, aus diesen Daten, die wir gesammelt haben, was war gut, was möchten wir verbessern, möchte ich Erkenntnisse schaffen und Auswirkungen identifizieren. Und dabei hilft mir zum Beispiel die Liberating Structure TRIZ. Und TRIZ hatte ich ja gesagt, wir haben es vorhin ja auch gesehen auf der Website, ist so gesehen eine Kopfstandmethode. Das heißt, ich drehe das Ganze um. Ich möchte nicht schauen, wie kann ich jetzt besser werden oder wie kann ich das besser machen, sondern ich schaue mir zum Beispiel an, welche Handlungsmuster könnte ich nutzen, damit ich das Ganze zum Scheitern bringe? Dass man sich zum Beispiel so eine Frage stellt wie, was müssen wir tun, um schnellstmöglich wieder in die alten Verhaltensmuster und ineffizienten Verhaltensmuster zu fallen? Oder was müssten wir tun, damit der nächste Sprint scheitert? Was müssten wir tun, damit wir im nächsten Sprint nicht unsere Storypoints erreichen oder umsetzen? Ja, man dreht so gesehen das Ganze um und versucht eben herauszuarbeiten, was können wir tun, um so gesehen so schlecht wie möglich zu arbeiten? Und dann geht es darum, das Ganze dann wieder umzukehren, indem wir dann tatsächlich Maßnahmen definieren, die wir im nächsten Sprint dann zum Beispiel auch umsetzen möchten. Und da helfen mir die 15% Solutions. Das heißt, ich kann ja nicht unbedingt alle Maßnahmen, die mir jetzt durch den Kopf schießen, im nächsten Sprint umsetzen. Ich muss mich ja noch auf die eigentliche Produktentwicklung konzentrieren. Und das bedeutet, dass ich mit dieser Liberating Structure der 15%-Lösung herausarbeiten möchte, was wir ohne zusätzliche Ressourcen, ohne irgendeine Bewilligung von externen zum Beispiel, also außerhalb unseres Teams, jetzt schon tun können, also jetzt schon umsetzen können. Also was sind so gesehen meine 15%, die ich alleine jetzt schon einbringen kann, ohne externe Hilfe so gesehen? Ja, was sind die Möglichkeiten unseres Scrum-Teams? Und das sind eben drei Liberating Structures, die ich jetzt miteinander kombiniert habe, innerhalb eines Meetings, innerhalb der Retrospektive zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig und deswegen steht es ja auch nochmal, einfache Lösungen finden, die sich in unsere Abläufe integrieren lassen. Es ist jetzt nicht Sinn der Sache, nur weil ich Liberating Structures unbedingt anwenden möchte, dass ich alles andere drumherum dann umstrukturieren muss, sondern ich schaue, was sind unsere Gegebenheiten, wie sind unsere Abläufe und wie kann ich jetzt Liberating Structures darin integrieren. Also genauso wie in diesem Beispiel, diese drei Liberating Structures, die ich eben hier in meiner Retrospektive kombinieren kann und dann eben auch anwenden kann. Dann möchte ich noch zum Coaching-Aspekt kommen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich als Scrum Master auf jeden Fall können sollte. Gerade auch, wenn ich die Liberating Structures zum Beispiel anwende. Denn ich als Scrum Master bin ja in den Meetings eher objektiv, eher neutral. Und das Gleiche bin ich auch als Coach. Und deswegen sollte ich auch Coaching-Fähigkeiten innerhalb der Scrum-Events in diesem Falle dann zum Beispiel auch mit einfließen lassen. Und damit wir ein gemeinsames Verständnis jetzt auch erstmal davon haben, was Coaching denn eigentlich bedeutet, habe ich hier noch einmal die international anerkannte Definition von dem Coaching-Begriff dargestellt, und zwar von der International Coaching Federation. Ein Coaching ist ein Prozess der Partnerschaft und Reflexion, der Menschen und Organisationen auf kreative Weise dabei unterstützt, ihr persönliches und professionelles Potenzial zu steigern. Das bedeutet, dass ich als Coach dafür da bin, zu schauen, wie kann ich den Coachee, also die gecoachte Person, mein Teammitglied zum Beispiel, darin unterstützen, ein Problem zu lösen. Dabei geht es aber nicht darum, dass ich die Lösung vorgebe, sondern Coaching ist eher als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen. Das heißt, man geht davon aus, dass die Lösung bereits in dem Coachee drin liegt, so gesehen. Ich muss nur als Coach den Coach darin unterstützen, diese Lösung hervorzubringen. Ja, und da muss ich natürlich auch ein gewisses Vertrauen mitbringen, dass ich eben darauf vertraue, dass der Coach die Lösung auch wirklich bereits in sich trägt. Und das bedeutet in meiner Herangehensweise vor allem, dass ich jetzt nicht wie ein Berater handle. Ja, ein Coach ist nicht gleich ein Berater oder eine Beraterin, gibt eine Lösung vor, gibt einen Vorschlag vor und dementsprechend wird dann gehandelt. Sondern als Coach geht es darum, dass ich natürlich vor allem viel zuhöre und eher fragend antworte. Also ich möchte keine Antworten vorgeben, sondern ich hinterfrage Dinge. Ja, das heißt auch so ein bisschen mehr zuhören, weniger reden.
Und das ist eben das, was Coaching ausmacht. Und dementsprechend sollte ich als Scrum Master, der ja auch eben in der Rolle des Coaches sehr, sehr häufig agieren muss, eine bestimmte Toolbox mitbringen an verschiedenen Coaching-Techniken. Hier habe ich jetzt mal einen kleinen Auszug dargestellt, den wir auch in unserem Scrum Master 2 Training dann natürlich näher beleuchten, uns anschauen und auch ausprobieren innerhalb der verschiedenen Rollensituationen zum Beispiel. Und zwar ist eine Technik zum Beispiel das aktive Zuhören. Aktives Zuhören, um es ein bisschen zu unterscheiden, Zuhören als solches, also einfach nur zuhören, wenn wir das aktiv jetzt mal wegstreichen möchten, ist in dem Fall, was ihr jetzt tatsächlich vor den Bildschirmen macht. Ihr hört zu, aber könnt mir nicht zeigen, dass ihr tatsächlich zuhört. Ich sehe euch nicht, ich kann euch leider auch nicht hören. Das heißt, ihr hört einfach nur zu. Vielleicht ist es auch so, dass ihr nicht konkret zuhört, sondern vielleicht auch noch gerade andere Gedanken im Kopf habt und vielleicht auch schon überlegt, okay, wie kann ich das jetzt auf meine Organisation beziehen? Das heißt, ihr schweift schon so ein bisschen ab und hört mir gar nicht mehr Wort für Wort zu, was jetzt auch nicht so dramatisch in diesem Fall erstmal ist. Aber aktives Zuhören im Vergleich dazu ist, dass ich das Gesagte tatsächlich richtig aufnehme. Das heißt, ich schenke meinem Gegenüber die vollste Aufmerksamkeit. Das bedeutet auch Augenkontakt. Das bedeutet aber auch sowas wie Gestiken, zum Beispiel eben auch Nicken oder auch verbale Antworten eben im Sinne von, aha, ja, ich höre dir zu, aber wie man das da manchmal so macht. Und es geht vor allem darum, dem Gegenüber zu zeigen, dass ich wirklich zuhöre. Und deswegen mache ich auch so Dinge wie, ja, verstehe ich, okay, und was denkst du darüber? Ja, das heißt, hier kommt dann zum Beispiel auch so eine Frage mit rein, indem ich eben den Gegenüber dazu anrege, weiter über einen Aspekt zu sprechen und es nochmal zu konkretisieren. Das ist eben aktives Zuhören. Das heißt, ich gebe Hörsignale und ich zeige eben auch, dass es in diesem Moment nichts Wichtigeres gibt als die Person, die gerade mit mir spricht. Das fällt unter aktives Zuhören. Eine weitere Technik ist eben auch das Arbeiten mit hilfreichen Frageformen. Das habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das heißt, dass ich vor allem zum Beispiel auch lösungsorientierte Fragen nutze. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und sich über ein Problem mit mir austauschen möchte, dann gebe ich ihm ja nicht die Lösung, sage hier, und so kannst du das Problem lösen, sondern ich frage die Person zum Beispiel auch, deswegen lösungsorientiert, wann läuft es denn eigentlich gut? Oder wann sorgst du dich denn eigentlich nicht? Ja, das sind solche lösungsorientierten Fragen. Oder es gibt zum Beispiel auch zirkuläre Fragen. Das heißt, man regt einen Perspektivwechsel an, dass man dann zum Beispiel fragt, okay, was denkst du denn, was die anderen Teammitglieder darüber denken? Oder was denkst du, wie die anderen Teammitglieder sich in dieser Situation fühlen? Oder eben auch zum Beispiel hypothetische Fragen. Das sind auch sehr hilfreiche Frageformen, in denen es darum geht, Hypothesen aufzustellen. Und das könnte jetzt zum Beispiel einfach sein, naja, wie würdest du das Problem denn jetzt lösen, wenn du alles ganz alleine entscheiden könntest? Oder wie würdest du das Problem lösen, wenn wir unendlich Zeit hätten? Wie würdest du das Problem lösen, wenn wir unendlich Budget hätten? Ja, das sind so hypothetische Fragen, die natürlich einen Denkprozess anstoßen und dabei helfen, eine tatsächliche Lösung zu entwickeln. Und als letzte Toolbox oder Technik, die ich euch gerne noch zeigen möchte, wie gesagt, es ist nur ein kurzer Auszug, die Arbeit mit Skalierungen. Das heißt, ich kann eine Skala vorgeben, zum Beispiel von 1 bis 5 oder 1 bis 10, 1 bis 100 und kann dann eben auch fragen, naja, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 niedrig oder schlecht ist und 10 sehr gut oder hoch, wie sicher fühlst du dich an deiner aktuellen Umgebung? Oder wie vertrauensvoll findest du deine Umgebung? Oder wie schätzt du deine Umgebung ein? Ja, also schätzt du sie eher gut ein, eher schlecht ein? Wie sieht die psychologische Sicherheit, spricht man auch häufig von, wie sieht das aus? Also heißt psychologische Sicherheit heißt zum Beispiel, traust du dich bestimmte Aspekte ohne irgendwelche Befürchtungen anzusprechen? Ja? Traust du dich Probleme anzusprechen, ohne Angst zu haben, dass du dafür sanktioniert wirst? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sieht das bei dir aus? Also das hilft natürlich auch, um eine Erfahrung zu bringen, wie fühlt sich eigentlich dir gegenüber von mir und um einfach die Situation so ein bisschen einzuschätzen zu können. Aber eben auch, dass der Coachee selber darüber nachdenkt, wo befinde ich mich denn jetzt eigentlich gerade? Wie wirkt die Situation tatsächlich auf mich? Und das bekomme ich natürlich nur heraus, indem ich darüber spreche. Und das sind eben Dinge,
Alle Liberating Structures, das Coaching, was vor allem, also da liegt wirklich der Fokus drauf, im Scrum Master 2 Training angewendet werden. Und das ist eben auch das, wie sich ein Scrum Master dahingehend weiterentwickeln kann. Also wirklich seinen Methodenkoffer erweitern, Coaching-Techniken zu arbeiten. Und darum geht es eben schwerpunktmäßig in dem Scrum Master 2 Training. Zusammengefasst also auch nochmal, weil darum ging es ja vor allem auch, warum ist der Scrum Master 2 denn jetzt eigentlich das fehlende Puzzlestück auf meinem Weg zum agilen Profi? Was lerne ich, was erweitere ich? Ich lerne neue Vorgehensweisen und Techniken kennen. Ich lerne diese aber auch direkt anzuwenden innerhalb des Trainings. Also es ist nicht nur methodischer bzw. theoretischer Input, sondern ich wende auch schon vereinzelte Techniken an, die ich dann natürlich auch in meiner berufliche Umgebung implementieren kann. Ich lerne, Entscheidungsfindungen nachhaltig zu verbessern, zu gestalten, indem ich eben auch mich darauf konzentriere, zu verstehen, wo befinden sich denn jetzt die einzelnen Personen, meine einzelnen Teammitglieder, aber auch das Management zum Beispiel in einem Veränderungsprozess. Und aber auch das flexible Reagieren auf die Umgebungsveränderungen, eben das, was ich jetzt gerade auch schon ein bisschen vorweggenommen hatte, wieder des eigenen Scrum-Teams. Also wie kann ich denn jetzt mit Veränderungen, die mein Scrum-Team betreffen, reagieren? Wie fühlen sich die Leute dabei? Wie fühlen sich die Personen dabei? Also da eben auch wieder der Fokus auf diese zwischenmenschliche Ebene. Das heißt also, das Scrum Master 2 Training hebt so gesehen eure Scrum Master Skills, die ihr bis dahin schon haben solltet, auf das nächste Level, indem eben durch erprobte Methoden und auch den Aufbau eines Methodenkoffers Handlungsmöglichkeiten für eine konkrete Begleitung auch von agilen Transformationen im Fokus natürlich auf euer Team dann geliefert werden können. Das also zum Handwerkszeug des Scrum Masters 2. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Sind Fragen aufgekommen? So, Katja, vielen Dank für den spannenden Einblick in den Scrum Master 2. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch vielen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt auch noch die Chance, Fragen an Katja Bilsing zu stellen. Also her damit, wir haben auch noch Zeit. Alternativ kann ich natürlich gleich auch noch in die Speakers Corner. Da würde ich dann auch mal kurz vorbeischauen. Wenn da dann noch Fragen auftauchen sollten, kann ich da natürlich auch noch Fragen beantworten. Es scheinen keine Fragen zu kommen. Gut, wie Frau Bilsing gerade eben gesagt hat, also wir können, haben jetzt auch noch die Möglichkeit, die Katja Bilsing in der Speakers Corner anzutreffen. Da ist sie für Sie da, können auch nochmal dann interaktiv mit ihr sprechen und einige Fragen an Sie stellen. Und ansonsten bedanken wir uns sehr herzlich für Ihre Zeit und wünschen Ihnen noch sehr viel Spaß auf unserem Event. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss.